Welcome to One Book, One Review. Der Hals der Giraffe von Judith Schalansky. Eigentlich wollte ich ja ein richtig gut strukturiertes und wohldurchdachtes Video zu diesem Buch machen. Aber irgendwie kriege ich meine Gedanken nicht sortiert. Also habe ich beschlossen zu improvisieren. Fangen wir also mit dem Buch selber an, wie es aussieht, wie es aufgebaut ist. Ich fand, mit fast 23 Euro ist es ein sehr teures Buch und ich musste mich schon überwinden, es zu kaufen. Aber wenn man es sich anguckt, das Cover ist echt super gemacht. Man hat ein richtig strukturiertes Cover. Es ist Hardcover. Dann sind in dem Buch selber Bilder, die das Erzählte unterstützen und einem helfen zu verstehen, was passiert. Außerdem befindet sich hier oben an den Seiten das Kapitel und dann immer ein anderes Wort auf der anderen Seite, was so ein bisschen was mit dem Inhalt der Seite zu tun hat oder worum es gerade geht. Das finde ich ganz interessant und gut gemacht. So viel zu der Aufmachung von dem Buch. Worum geht es? Die Geschichte ist am schwersten zusammenzufassen, weil es nicht wirklich eine runde Geschichte ist, wo man sagt, es passiert erst das, dann passiert das, dann passiert das. Wir haben eine Hauptperson, Inge Lohmark. Sie ist Biologielehrerin in einem Gymnasium im Osten Deutschlands. Dieses Gymnasium ist sehr klein und es ist vom Aussterben bedroht. Beziehungsweise fangen wir an mit der 9. Klasse, die letzte 9. Klasse in diesem Gymnasium sein wird. Danach sind keine Kinder mehr in der Region, die aufs Gymnasium gehen können. Entweder weil sie zu dumm sind oder weil es zu wenig Kinder gibt. Das ist so der Hintergrund, was passiert. Der Roman beschreibt drei Tage im Leben von Inge Lohmark. Einmal den ersten Schultag der 9. Klasse, der letzten 9. Klasse des Gymnasiums, dann einen Tag im November und einen Tag vor den Osterferien. Es passiert nicht wirklich fortlaufend etwas. Wir erfahren viel aus dem Leben von Inge Lohmark, von ihren Kollegen, was die denken, wie sie in die Gegend gekommen sind, ob sie schon vor der Wende da waren oder ob sie jetzt erst nach der Wende da waren. Wir erfahren von Veränderungen, die seit der Wende passiert sind, aber alles eher durch Erzählung, als dass wir dabei zusehen. Es ist interessant, wie viel vermittelt wird, nur dadurch, dass wir erzählt bekommen. Gedanken, vielleicht auch nur Sätze, Gespräche. Dadurch lernen wir viel. Das finde ich am besten an diesem Roman, wie er geschrieben ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Roman großartig. Ich fand, Der Hals der Giraffe war das Geld wert, auch wenn ich ihn teuer fand. Ich ihn schnell lesen konnte, man kann es nicht weglegen. Es sind drei kurze Kapitel, die einen einfach in den Bann ziehen. Die Art, wie es geschrieben ist, der Erzählton ist so ehrlich, so zynisch, direkt. Inge Lohmark wirkt manchmal ziemlich herablassend und ein bisschen verächtlich. Aber sie wechseln trotzdem ans Herz, weil man denkt, naja, sie ist halt so, wie sie ist. Inge Lohmark ist eine interessante Person. Alles, was sie erlebt hat und wie sie sich durchgebissen hat und wie sie die Welt sieht, ist sehr interessant. Auch finde ich interessant, sie ist Biologielehrerin und sie vermittelt Biologieunterricht mit Genetik und Entwicklung und Survival of the Fittest und all diese Sachen. Und sie vergleicht permanent die Soziologie, die Geschichte, die Welt einfach mit der Biologie und zieht Parallelen zwischen ihrem vom Aussterben bedrohten Gymnasium und aussterbenden Tierarten, die es nicht mehr gibt, wie den Auerochsen in der Gegend zum Beispiel. Und all das fand ich sehr interessant. Ich fand den Roman wirklich gut zu lesen. Ich mochte es, ihn zu lesen. Ich mochte über die Gegend zu lesen, die Gedanken einer Lehrerin zu lesen, die wirklich ihre Schüler interessant betrachtet, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das fand ich am angenehmsten an diesem Roman, wie direkt er ist, die Stimmlage. Sie wirkt ein bisschen gemein, aber manchmal muss man einfach gemein sein. Manchmal kann man nicht immer alles in Watte packen, kann immer nur nett sein. Im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, kauft dieses Buch, leiht es euch, lest es, es ist es wert. Es macht Spaß, es zu lesen, es ist interessant, es regt einen zum Denken an und es war ein gutes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Ich hoffe, das war jetzt nicht alles zu durcheinander und ihr konntet mir ein bisschen folgen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Lesen. Das ist so ein Grundthema in diesem Roman. Inge Lohmark ist eine Zahn.